Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Foodhole. Mit mir wieder dabei. Papa, wir haben schon urlange keinen richtigen Foodhole mehr gedreht. Vor einer Woche habe ich euch zwar gezeigt, was wir im Vlog, was wir gekauft haben, aber ich weiß, ihr liebt die Foodhole, deswegen haben wir uns jetzt spontan dazu entschlossen, es für euch abzufilmen. Wir waren vorhin einkaufen beim Hofer und haben 240 Euro ausgegeben. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir haben sehr viele oder einige Non-Food-Produkte gekauft und deswegen kamen wir wahrscheinlich zu der Summe. Ne? Ja. Wahrscheinlich hätten wir nur 200 Euro. Na, die insgesamt sind 50 Euro wert gewesen. Ja, also das heißt unter 200 Euro. 92, sowas, 82. 190. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Wir zeigen euch schnell, was wir gekauft haben und viel Spaß. Leg mal los. Let's go. Wir haben uns eine Fritteuse gekauft. Moment. So eine Fettfritteuse, weil ich und Papa planen ein lustiges Video, wo wir lustige Sachen frittieren, also essbare Sachen. Und deswegen wollte ich so eine richtige Fritteuse haben, weil wir haben ja den Airfryer. Aber in sowas funktioniert das ja nicht, weil da ist ja kein Öl drinnen. Deswegen eine Mini-Fritteuse. 25 Euro. Next. Eine Emmy. Oh, eine Emmy. So. Dann haben wir. So, bitteschön. Dann habe ich mir diese Boxen. Lunchbox. Lunchbox. Diese Boxen gekauft, weil ich ein paar Sachen zum Organisieren habe für mein Büro, mein Bastelzeug und wir haben uns Hosen gekauft. Ich habe nämlich keine Jeans mehr, die mir passt. Weil abgenommen hast oder zugenommen hast? Nein, ich weiß nicht. Nee, weil ich wahrscheinlich zugenommen habe. Sag mal so, die Hosen sind eingegangen. Nein, ich habe tatsächlich keine schönen mehr. Ich habe schon einige, die mir passen, aber die finde ich jetzt nicht mehr so cool. Und ich habe diese Jeans gefunden beim Hofer, das ist eine Jogging-Jeans und die hat mir gut gefallen. Schaut bequem aus, deswegen habe ich sie mitgenommen. 10 Euro. Der Papa hat auch so eine Jogging-Jeans, auch für 10 Euro. Wir haben sie tatsächlich aber noch nicht probiert, ob sie uns tatsächlich passen. Und dann habe ich mir noch eine graue Jogginghose gekauft. Ich habe sehr viele schwarze, aber keine graue. Und ich finde die grauen schon aber auch sehr comfy aus. Ja, ich trage halt sehr viel Jogginghosen. Ihr seht mich hier nur immer oben und es ist sehr bequem im ganzen Alltag. Ah, und einen coolen Sport, der habe ich mir auch gekauft. Ja, mal schauen, ob der mir passt. Dann fangen wir an. Wir haben einmal Mandeleis gekauft, das habe ich schon letztes Mal gezeigt. Und ja, die Kinder essen halt gern Eis und wir auch. Unser Favoriten. Das schmeckt wirklich sehr lecker, wie so ein Magnum, also ein Mini-Format mit Mandel. Dann habe ich mir Tampons gekauft. Ja, von der Marke OB. Radieschen 2 Bund. Wir haben da unsere eigenen Gemüsenetze. Dann haben wir Eier gekauft, weiße für den Osterhasen, weil wir die ja färben müssen. Dann haben wir diese Pizzen gekauft. Nein, das verrate ich noch nicht. Ich verrate noch nicht Pizzen, weil ja, das werden wir dann frittieren. Ich werde aber jetzt nicht bei allen sagen, ob wir es frittieren werden, sonst wäre die ganze Spannung weg. Also auf jeden Fall einmal diese Pietro-Pizze. Da sind 18 Margarita-Pizzen drinnen. In 18? Mini. Ja, sehr mini. 18. Dann einmal Himbeeren. Unsere Kinder lieben Himbeeren. Kekse. Diese Kekse sind einmal die Favoriten von Papa und von den Kindern. Die sind einfach so wie diese Oreos, weil sie halt diese Creme in der Mitte haben. Bonbons haben wir vergessen zu nehmen. Doch, du hast doch Wurstbrot original gekauft. Ja, aber die von zurück zum Ursprung. Ah, ja. Dann schon noch Hansaplast für die Kinder, so Pflaster. Ist schon süß aus. Dann habe ich mir. Ah, ich habe vergessen, Frischkäse zu kaufen. Nee, da muss man eh nochmal. Also Frischkäse brauchen wir noch und Zucker. Zucker, ja, super, mega wichtig. Auf jeden Fall ein Knäckebrot. Das ist das mit Sesam von der Marke Vasa. Es gibt auch noch Roggen, aber mir schmeckt das am besten. Dann hat sich der Papa eine Garten- und Rosenschere gekauft. Das knattert an der Tüte nervt. Entschuldigung. Jetzt bin ich ganz spät. Ja, gib jetzt nochmal. Dann hat er mit zwei von diesen Tomaten. Was sind das für welche? Sherry-Tomaten? Oder zwei hast du jetzt? Drei, aber ich weiß nicht, wo die zweite ist. Ja, irgendwo da. Irgendwo. Zwei davon. Krapfen. Nur so wenige? Wer ist das? Hier ist der Leute. Also dann haben wir so Krapfen von der Frische-Box mitgenommen. Dann
auch was Süßes. Milka Oreo. Das schmecken so gut. Kennt ihr diese Milka? Die hat so diese Oreos da reingepresst. Und dann die Milka mit ganzer Nuss. Das sind ganze Nüsse drin. Das ist super lecker. Dann Papas Lieblingskekse mit diesen also Wiesenkekse heißt, ne? Das sind so Blumen drin. Wirklich mega lecker. Ich habe das ganze Winter darauf gewartet, ja, dass sie jetzt im Frühling wiederkommen. Da liebt jemand Kekse. Schau mal den Bauch an. Nein, aber die sind wirklich sehr lecker. Die riechen nach Pfefferminz, oder? Mhm. Das sind mega leckere Kekse. Einmal Lorbeerblätter hat sich der Papa mitgenommen. Und Pringles Sour Cream. Jetzt gibt es eigentlich im Supermarkt aktuell eigentlich eh wieder alles. Es ist nicht mehr so viel ausverkauft wie früher, weil die waren schon lange nicht mehr zur Verfügung. Dann haben wir auch frische Semmeln gekauft. Dann haben wir Chips mitgenommen. Diese Riffelchips mag ich total gerne. Mit Salz. Ja. Papa, du bist schuld. Kresse habe ich mitgenommen. Ich liebe ja Kresse. Butterbrot mit Kresse und Salz. Einfach das Beste, was es gibt. Jetzt habe ich es noch ein bisschen eingedrückt. Nur der Papa ist schon. Du bist schon mit deinen langen Fingern. Dann habe ich so einen Gusto auf diese Jumbo-Erdnüsse bekommen. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Naja, der kleine Elefant. Ja, stimmt. Ja, gell. Dann hat der Papa ein Truthahnfleisch mitgenommen. Wir wollen nämlich chinesische Nudeln machen. Dann eine Kantwurst. Und einmal frisches, faschiertes, weil ich eine Bolognese koche, nicht Bolognese, Chili con Carne machen möchte. Bitte sehr. Dann hat sich der Papa diesen Schnittenblock wieder gekauft. Hast du den nicht schon in letzter Woche gekauft? Ja, das ist schon verputzt. Ja, die Kinder und der Papa haben den verputzt in einer Woche. So, ich habe so einen Hunger. Wie mir das selbst. Kann ich? Du kannst den Film essen. Dann haben wir Aufbacksemmeln gekauft. Da haben wir, glaube ich, zwei Pakete davon genommen. Genau. Das sind sehr, sehr lecker, finde ich. Also, und schmecken zwar diese kleinen Brötchen auch, aber die sind auch sehr gut. Dann habe ich Sushi gekauft. Ich bin ja so ein richtiger großer Sushi-Fan. Haben wir diese mitgenommen. Ja, dann kleine Bananen. Also nur mehr wenige, weil wir hatten noch ein paar und ja. Cool. Dann haben wir frische Kräuter mitgenommen und das gab es so in einer Aktion mit einem Schneidebrett. Einmal Dill und einmal Schnittlauch. Bitte sehr. Dann hat der Papa so ein Stritzel mitgenommen. Das ist so ein Osterzopf, wie auch immer der heißt, keine Ahnung. Oder? Osterzopf? Hefegebäck. Aber lecker. Dann eine Gurke. Dann haben wir zwei Gurken, oder? Zwei Gurken. Dann einmal Paprika. Dann, das habe ich mitgenommen, diese Kartoffeltaschen. Da drinnen ist Bergkäse, Schinken und Frühlingszwiebeln. Wir waren auf jeden Fall hungrig einkaufen. Ist nicht immer die beste Idee, aber man kauft dann die leckeren Sachen. Stimmt auch wieder. Knoppersriegel habe ich mitgenommen, hat mich optisch mega angesprochen. Ich glaube, wir hatten das schon mal, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es mir geschmeckt hat oder nicht. Dann hat er aber sich ein Schwarzwälder Käse-Schinken mitgenommen. Und nochmal Eis, dieses Fake Cornetto Eis vom Hofer. Dann noch was Süßes für die Kinder. Einmal Schokofresh und einmal Schokobons. Einmal Trockenfutter für den Pief. Indoor 1 Plus. Anti-Hairball. Anti-was? Anti-Hairball. Das heißt? Seitdem wir den Pief haben, habe ich ihn noch nie Haarbällchen kotzen gesehen. Noch nie. Also, weiß nicht, was der macht. Macht er das draußen? Keine Ahnung. We don't know. Dann habe ich diese leckeren Cornichos gekauft. Das sind so kleine Essiggurken. Und Papas Gesicht weg. Essiggurken. Nein, sonst kommt der Fokus immer auf unser Gesicht. Auf jeden Fall diese Cornichos Baby-Essiggurken mit Knoblauchgeschmack. Papa hat gemeint. Bohnen. Bohnendicken. Hat man das gesehen? Dann haben wir Bohnen. Geht's dir gut? Bist sehr hungrig, oder? Ja, mega. Drei haben wir genommen, oder? Wie weit war das? Drei Dosenbohnen für uns. Wir wollen ein leckeres Gericht kochen. Bohnen gibt's übrigens wieder ohne Probleme im Supermarkt. Ich glaube mal langsam. Und Klopapier auch? Ja, bei uns in Österreich hat es einen Engpass gegeben, oder? Bei uns wirklich nicht. Doch. Vor 3 Wochen gab es bei uns auch Engpass, aber ja. Eistee hat aber auch mitgenommen. Einen ganzen 6er-Trager, aber das ist ihm kaputt gegangen. Einmal Öl. Ganz wichtig, wenn wir ein Fritteusen-Video machen. Und dann noch was. Schneller Baba.
Bitteschön. Für die Hühner oder? Salat für uns und für die Hühner. Dann zweimal Gartensalat Köpfe. Und jetzt die letzte Tüte, dann wären wir das. Einmal Tortilla Chips. Ich habe letztens so eine mega leckere Avocado Guacamole gemacht. Rezept aus dem Monsieur Cuisine und das ist wirklich die beste gewesen. Dann haben wir hier gefüllte Selchfleischknödel. Ja, bin ich gespannt. Milchschnitte einmal. Dann einmal Liptower Aufstrich von der Marke Zurück zum Ursprung. Tada. Dann Pringles Paprika Geschmack. Geht's? Dann haben wir auch Karotten gekauft. Ein Kilo ist das, glaube ich, oder? Dann habe ich mir für mich nochmal die OBs genommen. Diesmal die für die Nacht. Aber warum wieder zweimal? Ja, einmal für Tag und einmal für Nacht. Die sind so... Leuchter in der Nacht, oder? Nein, die haben so ein extra Schutzflügel, damit nichts ausrennt. Ach so. Du kennst die nicht. Und die haben, da haben kein Flügel. Oder? Doch, die haben auch Flügel, aber das ist so ein besonderer Flügel, keine Ahnung. Aha. Dann habe ich auch so Heidelbeeren mitgenommen für Smoothies oder Porridge. Ja, mega lecker. Ah, Mozzarella Sticks, das ist so lecker. Habe ich letzte Woche auch gekauft. Du? Ja, ich habe letzte Woche einmal Emmentaler und Mozzarella genommen, aber Mozzarella schmeckt am besten. Dann haben wir auch wieder diese Snackgurken gekauft. Haribo Quaxi. Wer kennt diese Haribos? Ich liebe das. Ich mag diese weiße Schicht da hinten. Das ist das. Genau, der zweite Gürk. Ja, der Hund hat gefurzt. Mm. Dann Smarties habe ich noch für die Kinder mitgenommen. Und nochmal Milchschnitte und nochmal... Nein, Maxi King habe ich nur einmal mitgenommen. Milchschnitte habe ich zweimal, weil, ja... ich habe schon öfter mal Kommentare bekommen, dass wir viel zu viel Süßes einkaufen. Aber ihr müsst bedenken, wir haben 4 Kinder und so eine 5er Milchschnitte, die ist schnell weg. Also das ist, gibst jedem Kind eins, dann bleibt eine, dann esse ich die und dann ist das sofort weg bei uns. Also deswegen kaufe ich meistens etwas im Doppelpack. Wenn die Kinder 2-3 Tage später nochmal eine Milchschnitte essen wollen, dass ich noch eine habe. So, dann habe ich für mich diese Chili-Flocken-Mühle gekauft. Ich mag es auch verwenden. Natürlich. Das ist für dich. Okay. Dann habe ich für mich Snickers gekauft. Ich bin ein richtiger... Ups. Ein richtiger Tollpatsch. Auf jeden Fall liebe ich Snickers, deswegen habe ich Snickers gekauft. Ich war hungrig, deswegen habe ich das alles gekauft. Oh mein Gott. Butter haben wir nochmal gekauft, weil unsere Butter leer gegangen ist. Und der Baba hat sich einen Bergbauern Heumilch-Joghurt mitgenommen. Jo. Müllbeutel für die Toilettenmülls. Für die Eimer in der Toilette. Die sind ja so kleine, da haben wir so die 20 Liter. Dann habe ich auch ein Heumilch-Emmentaler Käse genommen für mich. Ups. Noch ein Wellnessbrot. Babybell. Und 2 Avocados. Gibt's noch viel? Ah, der Baba hat sich noch Bonbons mitgenommen. Werthers Original. Die sind mega lecker. Oder wie auch Bock drauf. Sind das die harten Bonbons? Ja, mega lecker. Ich schwöre, die sind lecker, lecker, lecker. Bruder sind lecker. Bruder sind lecker. Eine Extrawurst und? Keinen Finger. Finger, Kaminwurzel. Ja, Finger. Das ist alles, oder? Mega. Ja. Also ja, um den Einkauf, um die rund um die 200 Euro, weil wir so viele Non-Food-Sachen gekauft haben, wie die Boxen, den BH und die Schuhe, nein, die Hosen. Ja, meine Lieben, und das war's jetzt mit dem Foodhaul. Also wir haben jetzt ungefähr 200 Euro ausgegeben, damit kommen wir eine Woche aus. Auch wenn bei uns ja Ausgangssperre ist und dies, das, sind Hamsterkäufe nicht erlaubt und nicht gerne gesehen. Deswegen gehen wir lieber einmal die Woche gut einkaufen, so wie wir das auch immer gemacht haben. Genau. Und jetzt nicht voll viel dafür alle 2 Wochen. Ich weiß, manche Leute machen das, aber ja, das ist bei uns jetzt nicht unbedingt ein Muss. Genau. Deswegen, ja, 200 Euro ungefähr bei uns bleibt. Hat sich nichts dran verändert, geben wir ungefähr fürs Essen aus. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich über den Daumen nach oben freuen und sehen uns beim nächsten Mal. Du darfst auch was sagen. Tschüss. Tschüss. Ich habe auch was gesagt. Ja, tschüss.